Der nächste Vortragende ist Herr Dr. Markus Himmelbauer. Er absolvierte das Studium der Theologie in Salzburg und Fribourg in der Schweiz. Er promovierte 1996 in Religionspädagogik an der Universität Salzburg. Ab 1988 leistete er Aufbauarbeit in der Flüchtlingsbetreuung der Diözese Linz und gründete das NGO-Netzwerk Asylkoordination Österreich. Von 1996 bis 2015 war Herr Dr. Himmelbauer Geschäftsführer des Österreichischen Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Von 2008 bis 2015 hatte er die Professur für biblische Fächer an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems inne. Daneben war Herr Dr. Himmelbauer als Journalist und Kirchenmusiker tätig. Seit September 2015 ist er Pfarrassistent, das bedeutet Leiter der Pfarre Wolfseck in Oberösterreich. Der Titel des Vortrags heute: Christlich-jüdische Reibungsflächen und Stolpersteine. Ich darf Sie bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass ich da sein kann. Ja, in Wolfseck, dann bin ich der, zu dem die Leute Herr Pfarrer sagen, obwohl sie das natürlich nicht dürfen und ich sage es auch nicht, aber soll nichts Schlimmeres passieren, was unsere Gläubigen im Kirchenrecht falsch machen. Aber ich bin, das gibt es in Oberösterreich, ich bin nicht nur Pfarrverwalter, also wir haben einen Priester, der kommt zweimal im Monat am Sonntag und den Rest bin ich für alles, was man macht, verwaltungstechnisch, aber auch spirituell zuständig. Ich darf über christlich-jüdische Verwerfungslinien sprechen und Reibungsflächen in der Beurteilung von Edith Stein. Der persönliche Lebensweg von Edith Stein als Jüdin und Katholikin ist in einer Entwicklung, die in ihrer Individualität, Ernsthaftigkeit und Konsequenz Respekt abverlangt. Mir ist die Aufgabe gestellt, den interreligiösen Aspekt darzustellen. Wenn traditionelle Identitätslinien klar sind, macht das keine Probleme bei Begegnung und Diskussion. Zur Herausforderung wird es, wenn diese Grenzen überschritten oder verwischt sind und der individuelle Fall eine Neuverhandlung des Umgangs mit institutionellen Abgrenzungen erforderlich macht. Die drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, kennen je eine unbedingte Zugehörigkeit zu ihnen allein. Ein Wechsel ist traditionell nicht vorgesehen und nicht möglich, wie auch wenn eine Religion ja das ganze Leben umfassen soll. Bei Juden und Christen gibt es allerdings immer schon Überschneidungsmöglichkeiten. Das liegt in der Trennungsgeschichte beider Bekenntnisse, die fast 2000 Jahre zurückliegt. Es gibt neuerdings Juden, die zugleich Christ sein wollen, die Bewegung der sogenannten messianischen Juden. Und es gab immer schon Christen, die zugleich Juden sind, oder wie es Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz für Edith Stein vorsichtiger schreibt, bei ihrer Zustimmung zum christlichen Bekenntnis schließt Edith ihre religiöse Herkunft ein, nicht aus. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Konvertitinnen und Konvertiten, die mit ihrer früheren Religion nichts zu tun haben wollen, Christen, die nichts mit ihrer frühen jüdischen Identität zu tun haben wollen, googeln Sie auf YouTube den Bruder Athanasius, einen orthodoxen Mönch aus den USA, der voller antisemitischen Gift spritzt auf YouTube. Das ist offensichtlich nicht Zensur nötig auf YouTube, andere Dinge kommen da nicht hinein. Und wenn, wie das Schicksal von Edith Stein, das alles im Brennpunkt der Ulkultur und zivilisatorischen Niederlage der Menschheit, der Shoah, kulminiert, bei der es uns so schwer fällt, sie zu erklären, sie zu deuten und in ihrer Tragweite auszuloten, so wird das Ganze zu einem gänzlich verworbenen Knäuel. Gerl-Falkowitz thematisiert diese doppelte Identität von Edith Stein und sie ist auch von meiner Vorrednerin ja gesagt worden, es gehört zur einfachen historischen Redlichkeit zu sagen,
dass Edith Stein als Jüdin umgebracht wurde, aber es gehört zur biografischen Redlichkeit ihr gegenüber zu begreifen, dass sie dieses Schicksal bewusst als Christin trug. Mein Anliegen ist hier, Befürchtungen und Kritik von jüdischer Seite und Verwerfungslinien im christlich-jüdischen Dialog rund um die Person von Edith Stein vorzustellen. Ich hoffe, als Katholik hier hellhörig zu sein für die Wahrnehmung der jüdischen Standpunkte und bemühe mich, diese jüdischen Stimmen sachgerecht vorzutragen. Heute am Schabbat ist es deren Vertreterinnen und Vertretern ja selbst nicht möglich, unter uns zu sein. 1998, anlässlich der Heiligsprechung von Edith Stein, sagten Abraham H. Foxman und Rabbiner Leon Klenicki in einer Presseaussendung der Anti-Defamation League: Die Heiligsprechung von Edith Stein, einer jüdischen Konvertitin zum Katholizismus, die in Auschwitz starb, ist das falsche Thema zur falschen Zeit, wenn wir hoffen, die interreligiösen Beziehungen zwischen Katholiken und Juden zu befördern. Die beiden sind keine Kirchenhasser. Der Rabbiner Klenicki hat den Gregoriusorden von Papst Benedikt bekommen, also durchaus verdiente Leute im christlich-jüdischen Gespräch. Aber diese Heiligsprechung traf eine Sensibilität der jüdischen Seite und ich versuche, diese herauszustreichen. Das sind starke Worte. Nun fordern die vatikanischen Richtlinien und Hinweise für die Durchführung der Konzilserklärung Nostra Aetate Nummer 4 vom 3. Jänner 1975 dazu auf, ich zitiere, dass die Christen danach streben, die grundlegenden Komponenten des religiösen Tradition des Judentums besser zu verstehen und dass sie lernen, welche Grundzüge für die gelebte religiöse Wirklichkeit der Juden nach ihrem eigenen Verständnis wesentlich sind. Diesem Bemühen gelten meine folgenden Überlegungen. Ich mache das in 4 Kapiteln. Der erste, ein Brückenbau von katholischer Seite. Wie war die Heilig- und Seligsprechung von Edith Stein gemeint für den christlich-jüdischen Dialog? Zweiter Abschnitt, die Befürchtung, wird dadurch die Shoah getauft und den Juden genommen? Dritter Abschnitt, Edith Stein, ist sie eine Jüdin, ist sie Christin, ist sie eine Jüdin geblieben, ist sie beides? Vierter Abschnitt, Edith Stein und der christlich-jüdische Dialog. Abschließen möchte ich mit ein paar Perspektiven. Ein Brückenbau von katholischer Seite. Lassen Sie mich damit beginnen, kurz darzustellen, wie die Kanonisierung von Edith Stein von katholischer Seite gedacht war. Welche guten Absichten steckten dahinter, ihr Vorbild dem christlich-jüdischen Dialog anzuempfehlen? Niemand wird das Recht der katholischen Kirche bestreiten, ihre altehrwürdige Tradition fortzusetzen, jene aus ihrer Glaubensgemeinschaft als gesegnet zu bezeichnen, die sie für diese Zuschreibung würdig hält. Aber da aus dem Edith Stein aus dem Judentum übergetreten ist, so betrifft das eben auch die jüdische Gemeinschaft und den christlich-jüdischen Dialog. Für eine katholische Sichtweise ist es kein Problem, zugleich Katholikin und Jüdin zu sein. Die Seligsprechung von Edith Stein kann ein Zeichen dafür sein, dass die Kirche ihre jüdische Identität anerkennt und respektiert, schreibt die Siddiq-Zeitschrift der Kongregation unserer lieben Frau von Sion im Jahr 1987. Susanne Batzdorf, Sie kennen sie sicher alle, eine Nichte Edith Steins, sieht in der Heiligsprechung ebenfalls positiv einen Versuch der katholischen Kirche, ihre Beziehungen zu den Juden zu verbessern, auch als Zeichen der Buße für Dinge, die vielleicht getan werden konnten und nicht getan wurden. Ähnlich ein Erklärungsversuch des katholischen Theologen und Präsidenten des Internationalen Rats der Christen und Juden, Philip Cunningham, in Philadelphia, wenn er betont, dass es natürlich auch außerhalb der Kirche heiligmäßiges, gottgefälliges Leben gebe. Die Kirche habe in ihren Mitteln keine Möglichkeit, dies anerkennend zu bestätigen. Daher schreibt er, wenn die katholische Gemeinschaft also mit Heiligkeit einen Juden ehren möchte, der ein Opfer des Nationalsozialismus war, geht das nur, indem sie einen Juden ehrt, der ein Katholik geworden ist. Dies sei seiner Meinung nach ein bedeutender Grund dafür gewesen für die Heiligsprechung von Edith Stein.
Weil Edith Stein Jüdin war, wurde sie zusammen mit ihrer Schwester Rosa und vielen anderen katholischen Juden aus den Niederlanden in das Konzentrationslager nach Auschwitz gebracht, wo sie mit ihnen in den Gaskammern starb. Dies betonte Papst Johannes Paul II. Beim Gottesdienst anlässlich der Heiligsprechung von Edith. Sie solle verehrt werden, auch zur Erinnerung an alle Jüdinnen und Juden, die der nationalsozialistischen Vernichtung zum Opfer gefallen sind. Ausdrücklich sagte Johannes Paul II. Damals, wenn wir fortan Jahr für Jahr das Gedächtnis der neuen Heiligen feiern, müssen wir uns auch an die Shoah erinnern, an den grausamen Plan, ein Volk zu vernichten, einen Plan, dem Millionen jüdischer Schwestern und Brüder zum Opfer fielen. Zweiter Abschnitt, eine Taufe der Shoah. Gleichzeitig stellte der Pontifex bei diesem Anlass fest, Edith Stein, Schwester Benedicta Croce, sei durch das stark stille Wirken der göttlichen Gnade eine Heilige und Märtyrin geworden. Was ein Martyrium ist, das beschreibt der Katechismus so. Das Martyrium ist das erhabenste Zeugnis, das man für die Wahrheit des Glaubens ablegen kann. Es ist ein Zeugnis bis zum Tod. Der Märtyrer legt Zeugnis ab für Christus, der gestorben und auferstanden ist und mit dem er durch die Liebe verbunden ist. Er legt Zeugnis ab für die Wahrheit des Glaubens und die christliche Glaubenslehre. Er nimmt in christlicher Stärke den Tod auf sich. Das ist die Nummer 2473, wenn Sie es nachschauen wollen. Natürlich war Edith Stein in ihrem Tod vom christlichen Glauben getragen und ihr Glauben hat sich in dieser Extremsituation bewährt und bewahrheitet. Sie hat für ihren Glauben Zeugnis abgelegt. Aber sie wurde nicht wegen ihres christlichen Glaubens ermordet. Abraham Foxman und Leon Klenicki haben 1998 neben der erwähnten Presseerklärung in einem Beitrag auch ausführlicher ihre Haltung begründet. Folgen wir ihnen ein wenig. Sie schreiben: Die Kanonisierung einer Heiligen ist ein Ereignis, das der katholischen Kirche und den Katholiken gehört. Juden können bei diesem bedeutenden religiösen Ereignis Zuschauer sein, aber manchmal ist es doch notwendig, diese Bedeutung dieser Heiligsprechung für Juden zu erklären. Das ist bei Edith Stein der Fall. Eine Ehrerbietung vor christlichem Leiden könnte verständlich sein, wenn es nicht auf Kosten der Wirklichkeit ginge, dass der Holocaust in erster Linie doch ein Programm für die Vernichtung des jüdischen Volkes gewesen ist. Foxman und Klenicki schreiben, dass sich in den vorhergehenden Jahren die Kirche leider immer wieder Symbole des jüdischen Leidens angeeignet hätte, um die Bedeutung des katholischen Antisemitismus herunter und deren eigene Opferrolle in den Vordergrund zu spielen. Dabei werde die Prüfung der eigenen Rolle der Kirche bei der Entstehung eines Umfelds, das den Holocaust erst möglich gemacht hat, zurückgedrängt. In diesem Zusammenhang sprechen die Autoren den Karmel in Auschwitz an. Sie schreiben: Das Kloster wurde in einem Gebäude untergebracht, wo während des Zweiten Weltkriegs Zyklongas aufbewahrt worden war. Die Anwesenheit der Nonnen vermittelt die Idee, dass Auschwitz ein Ort des wahren christlichen Martyriums sei, kritisieren Foxman und Klenicki. Auch wenn viele Christen in Auschwitz ermordet wurden, so sei es das Ziel dieses Vernichtungslagers gewesen, das jüdische Volk auszulöschen. Weiters nennen sie die Heiligsprechung von Maximilian Kolbe, der trotz seines persönlichen Zeugnisses ein streitsamer Antisemit gewesen sei. Selbst angesichts der Hölle von Auschwitz hätte Kolbe als Christ Entscheidungen treffen können, die Juden nie hatten. Der Holocaust bedeutet für die Juden, dass sie keine Wahl hatten. Für Foxman und Klenicki zeigt die Heiligsprechung von Edith Stein eine Enteignung, dass Auschwitz der Ort des jüdischen Martyriums nicht hauptsächlich ein jüdisches Ereignis war und ein Ausdruck eines gänzlich heidnischen Antisemitismus, der durch 2000 Jahre einer Lehre der Verachtung zwar genährt wurde, aber als Platz christlichen Leidens erinnert wird. Eine andere jüdische Stimme, Susanne Batzdorf, finde ich mit diesen Worten zitiert.
Es ist schon bitter. Heute schauen Millionen zu, als der Papst unsere Tante selig sprach. Aber 1933 bekam sie keine Antwort vom Papst, als sie auf das Schicksal der Juden hinwies. Der Wiener Philosoph und Schriftsteller Günther Anders formuliert seine Kritik äußerst scharf. Nein, froh kann uns das nicht machen und gewiss nicht stolz, dass diejenige gewaltige Institution, die es damals als Millionen vertilgt wurden, nicht gewagt hatte, die Vertilger vor aller Welt als das zu bezeichnen, was sie waren, dass sie sich diese Institution nun post festum, post mortem des Judenmädchens annimmt, das vielleicht nicht zugrunde gegangen und nicht verstummt wäre, wenn sie, diese Institution, damals nicht stumm geblieben wäre. Und dass diese Institution nun sogar daran denkt, Edith in den Stand der Heiligen zu erheben. Und weiter schreibt Günther Anders, die Kirche sollte sich, nachdem ihre Unterlassungen während der Nazizeit so offenbar geworden sind, dreimal überlegen, ob sie diese Heiligsprechung wirklich durchführen sollte. Ich fürchte, in den Augen vieliger künftiger Menschen könnte eine solche Aktion wie ein zu wohlfeil erworbenes Alibi aussehen. Nicht zu Unrecht kam dieser Eindruck entstehen, denn gerade 1998, im Jahr der Heiligsprechung von Schwester Benedikta, erschien auch eine Erklärung der Vatikanischen Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum. Wir erinnern, eine Reflexion über die Shoah. Auch wenn darin gefragt wird, ob die Verfolgung der Juden durch die Nazis aufgrund der antijüdischen Vorurteile, die den Herzen und Köpfen einiger Christen bestanden, nicht leichter gemacht wurde, wird in dieser Erklärung unterschieden zwischen einer christlichen Judenfeindschaft und dem nichtchristlichen Rassenantisemitismus. Das Dokument kommt zu dem Schluss, die Shoah war das Werk eines typisch modernen neuheidnischen Regimes. Sein Antisemitismus hatte seine Wurzeln außerhalb des Christentums und seine Ziele zu erreichen zögerte es nicht, sich der Kirche entgegenzustellen und auch ihre Mitglieder zu verfolgen. Foxman und Klenicki formulieren das Gefühl, dass Edith Stein der jüdischen Gemeinschaft zweimal entrissen worden ist. Das erste Mal war bei ihrem Übertritt zum Katholizismus, das zweite Mal bei ihrer Heiligsprechung, durch die einige Gruppen sie als christliche Märtyrerin vereinnahmen, selbst wenn ihr Tod auf den jüdischen Brennpunkt des Holocaust verweist. In den USA ist die Kirche für solche Töne sehr sensibel. 1987 reagiert eine Stellungnahme der US-Bischofskonferenz auf diese Ängste. Der Text stellt sich klar gegen die Befürchtung, die katholische Wertschätzung Edith Steins gehe einher mit einer Abwertung der Bedeutung der Shoah für das jüdische Volk. Im Gegenteil, der Text sagt, die Seligsprechung sei eine Gelegenheit für gemeinsames christliches Nachdenken und Versöhnung. Ich zitiere, indem sie Edith Stein ehrt, will die Kirche die Millionen Opfer der Shoah ehren. Die Verehrung von Edith Stein verhindert nicht, sondern soll die Notwendigkeit verstärken, dass wir die Erinnerung an die jüdischen Opfer bewahren. Die katholische Verehrung von Edith Stein soll notwendigerweise zu einer immer tieferen Gewissenserforschung der Sünden und Unterlassungen von Christen gegenüber dem jüdischen Volk in den dunklen Jahren des Zweiten Weltkriegs führen und auch zu einem Nachdenken über jene Christen, die ihr Leben riskiert haben, um das Leben ihrer jüdischen Brüder und Schwestern zu retten. Durch die Seligsprechung von Edith Stein ruft die Kirche heute alle Christen auf, gemeinsam mit dem jüdischen Volk sich allen Formen des Antisemitismus entgegenzustellen. Nächster Punkt, ist sie eine Jüdin geblieben bei ihrem Übertritt zur katholischen Kirche? Wie jüdisch war Edith Stein? Papst Johannes Paul zitierte in Köln bei der Seligsprechung von Schwester Benedikta deren eigenen Worte. Sie sagt, ich hatte die Praxis meiner jüdischen Religion als Mädchen von 14 Jahren aufgegeben und fühlte mich erst nach meiner Rückkehr zu Gott wieder jüdisch. Sie ist sich stets dessen bewusst, sagt der Papst, nicht nur geistig, sondern auch blutsmäßig zu Christus gehören.
Der Wiener Oberrabbiner Arie Folger führt einen lesenswerten Blog im Internet. Darin stellt er auch die Frage, kann jemand aufhören, Jude zu sein? Seine Antwort ist kurz und klar, eigentlich nicht. Unsere Weisen lehren auch, wenn ein Jude sich stark versündigt hat, bleibt er ein Jude. Aus dem Judentum kann man halachisch, also gemäß dem jüdischen Religionsgesetz, nicht austreten. Und wenn ein Jude sich zu einer anderen Religion bekennt, die Maxime, dass ein Jude für immer Jude ist und bleibt, gilt auch hier, sagt Folger und weiter. Jedoch ist aber der Austritt aus der jüdischen Gemeinschaft und die Bekennung zu einer anderen Religion dermaßen sündhaft, dass jemand zur Zeit seiner Apostasie aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen wird und es üblich ist, von zurückkehrenden Juden zu verlangen, dass sie sich von einem rabbinischen Gerichtshof vorstellen und bitten, der jüdischen Gemeinschaft wieder beizutreten. Diese Zweideutigkeit macht es uns nicht einfacher. Jemand ist Jüdin, aber nicht Mitglied der jüdischen Gemeinschaft. Mag eine Identität, die Judentum wie Christentum umspannt, wie sie Johannes Paul bei der Selig- und später bei der Heiligsprechung anführt, katholischerseits auch möglich sein, so ist eine Haltung, man könne christlichen Glauben haben und irgendwie dennoch Teil des jüdischen Volkes sein, aus jüdischem Selbstverständnis undenkbar. Ich würde sagen, die Anerkennung, derer sich Ruth Steiner, Sie kennen sie alle hier in Wien, durch die jüdische Gemeinde erfreut, ist die Ausnahme, die diese Regel bestätigt. Sie selbst ist ja sehr vorsichtig bei der Zuschreibung ihrer jüdischen Identität und Wurzel. Sie bezeichnet sich stets als Gast in der Synagoge. Es ist also kompliziert. Wenn wir jüdisches Selbstverständnis ernst nehmen, war Edith Stein keine Jüdin, als sie in Auschwitz ermordet wurde. Sie starb dort, aber weil die Nationalsozialisten sie als Jüdin sahen. Rabbiner Daniel Polish sagt, so war das schmerzliche Paradox und das Dilemma, dass während Edith Stein gerade deshalb starb, weil die Peiniger der Juden sie für jüdisch hielten, denen, in denen sie litt und starb, sie gar nicht als jüdisch angesehen werden konnte. Edith Stein und der christlich-jüdische Dialog. Ich werde sicher nachher noch ergänzt werden. Ich mache das so oberflächlich. Ihre Haltung zum Judentum wird Pater Felix noch viel genauer bringen. Kann das Gedenken an Edith Stein eine Verbindung zwischen Christen und Juden schaffen, wie es Papst Johannes Paul in seiner Predigt bei der Heiligsprechung intendiert hat? Ich habe Rabbiner David Rosen gefragt. Er ist der derzeit weltweit wohl renommierteste jüdische Vertreter des interreligiösen Dialogs, formell als Delegierte des American Jewish Committee. Zur Seligsprechung 1987 finde ich ihn in der Literatur folgendermaßen zitiert: Ich vermute, dass es Leute gibt, die meinen, wir sollten dankbar sein. Nun antwortete er mir: Auch wenn es nicht das Recht einer Religion sei, einer anderen zu erklären, wer ihre Heiligen sein sollten, so sei aus jüdischer Sicht Konversion doch ein Verrat am Glauben. Sodass es nicht überraschend sei, dass die Heiligsprechung einer Konvertitin durch die jüdische Gemeinde nicht willkommen geheißen werde. Rosen nennt es taktlos oder unsensibel, je nachdem, wie stark wir sein Wort insensitiv übersetzen wollen, wenn Johannes Paul sie als Inspiration für katholische jüdische Beziehungen betrachtete. Er sagt aber, Johannes Paul war nicht absichtlich taktlos, es wäre ihm einfach aus gutem Willen passiert. Deborah Weißmann, die vormalige Präsidentin des Internationalen Rats der Christen und Juden, sieht es in ihrer Antwort auf meine Anfrage gelassener. Wenn man offen sei für die Möglichkeit, dass jemand zum Judentum konvertiert, solle man dann auch nicht nebennegativ gegenüberstehen, wenn jemand aus dem Judentum austritt. Dass dies gerade in der Zwischenkriegszeit geschehen und sie letztlich in Auschwitz umgekommen sei, zeige die Komplexität der Sache.
Sie sehe es nicht so, dass sie eine Verräterin sei, die ihr Volk gerade in einer Zeit im Stich ließ, als die Verfolgung zu wachsen begann. Es gibt ein Zitat von Susanne Batzdorf in diese Richtung. Also Deborah Weißmann würde Batzdorf hier widersprechen und sagt, ich denke, wir haben zu lernen, dass wir empfindsam für die Empfindlichkeiten des anderen werden, schreibt sie mir. Judith Herschkopf-Benke, eine langjährige Aktivistin im christlich-jüdischen Dialog, sagt, wohl nicht beabsichtigt gibt es doch einen unvermeidlichen Triumphalismus, wenn man ausdrücklich den Namen und das Beispiel jener Person wählt, die deine Glaubensgemeinschaft verlassen hat, zum Zweck der Versöhnung eines anderen. Dieser Zweck der Versöhnung war in diesem Dokument der Bischofskonferenz 1987 erwähnt, wenn Sie sich erinnern. Und Judith Benke schreibt weiter, Versöhnung, wessen, wohin? Überzeugungen, die auf Ablösung und Überwindung gründen, können kein Fundament für christlich-jüdische Verständigung und gegenseitigen Respekt bieten. Zum christlich-jüdischen Verhältnis vertrat Edith Stein den traditionellen theologischen Standpunkt der Kirche damals. Dieser hat sich durch das Konzil diametral gewendet. So wie es etwa die Karfreitagsfürbitte für die Juden von 1974 zum Ausdruck kommt, worin der jüdische Weg im Glauben ohne Einschränkung Gott anempfohlen wird. Die Karfreitagsfürbitte, lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. Da spielt die Kirche keine Rolle, sondern nur das Verhältnis zwischen den Juden und ihren und unserem Gott und ihrem Bund. Ich glaube nicht, dass Schwester Benedikta das so hätte beten können. Sie betete für die Bekehrung Israels und die Zitate, die ich jetzt habe, werden vielleicht noch kommen und Sie kennen die alle über ihren Eintritt 33 ins Kloster der unbeschuhten Karmelitinnen in Köln, sagt lag schon der Schatten des Kreuzes, der auf mein Volk fällt, und fügte hinzu, oh, wenn es doch zur Einsicht käme. Die blinde Synagoge in der traditionellen Darstellung. Ihre theologischen Leitgedanken sind Kreuzesnachfolge, Stellvertretung, Sühne, Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes. Edith selbst sieht das jüdische Volk direkt als einen Grund für ihre Sühne. Michael Schmidt kommentiert, Christen müssen zu verstehen bereit sein, dass eine solche spirituelle Deutung und Überzeugung, wie sie bei Edith Stein vorliegt, eine aus jüdischer Sicht unzulässige christlich-theologische Bewältigung der Shoah darstellt. Und der Beuroner Benediktiner Paulus Gordan, selbst jüdischer Abstammung, schreibt bereits 1962 dazu, freilich müssen wir heute sagen, dass ihre hochherzigen und erschütternden Äußerungen eine nicht durchgeklärte Theologie verraten und von vorgeprägten, aber nicht selbstständig angeeigneten Formeln bestimmt sind. Wenn der heilige Paulus sagt, Gott wolle den Heiden das Heil zuwenden, um Israel zur Eifersucht zu reizen, dann kann ja wohl der grauenhafte Höllenbrand der Verfolgung nicht gerade das geeignete Mittel dazu sein. Auch dass die Kreuzigung Jesu wie eine Kollektivschuld auf den Juden aller Zeiten lastete und sie darum verflucht seien, sodass alles Böse, was man ihnen zufügte, eigentlich zu Recht geschehe, kann sie im Ernst kaum gemeint haben. Die Schuld der Juden ist ihr Unglaube. Die abgrundtiefe Bosheit ihrer christlichen Verfolger aber entschuldigt sie fast. Denn wie sollten sie an der Liebes- und Erlösungskraft Christi glauben, wenn die, welche sich nach Christus nennen, dem älteren Brudervolk des Gottesbundes das Zeugnis erlösender Liebe selbst schuldig bleibt. Papst Johannes Paul II. Hat zu keiner Zeit die Absicht formuliert, Edith Stein als Werkzeug zur Bekehrung der Juden zu sehen. Die Erklärung der US-Bischofskonferenz zur Seligsprechung im Jahr 87 schließt dieses Ziel auch ausdrücklich aus. Die katholische Wertschätzung für die Unversehrtheit des Judentums, schreiben sie, und für die bleibende Gültigkeit des unwiderruflichen Bundes mit dem jüdischen Volk ist fest gegründet in unserem Glauben durch die unerschütterliche Treue des Wortes Gottes.
Deswegen kann die Seligsprechung von Edith Stein von Katholiken in keiner Weise als Antrieb für unrechtmäßige Bekehrungsversuche gegenüber der jüdischen Gemeinde verstanden werden. Im Gegenteil, sie nötigt uns, die bleibende religiöse Bedeutung des Judentums zu bedenken, mit dem wir so viele Gemeinsamkeiten besitzen. Wir dürfen uns Juden nicht als mögliche Bekehrungsobjekte nähern, sondern als Träger eines einzigartigen Zeugnisses des einen Gottes, des Gottes Israels. Soweit die US-Bischofskonferenz. Edith Stein möge eine Nichtrolle in den heiklen christlich-jüdischen Beziehungen haben, empfiehlt Elisabeth Anthers. Auch wenn von der Kirche in bester Absicht propagiert, so könne diese Brücke nicht tragen, wenn das konkrete Bauangebot der einen Seite von der anderen abgelehnt werde. Zum Schluss einige Perspektiven zur Rolle Edith Steins im christlich-jüdischen Gespräch. Eine Aktualisierung für heute, speziell für die christlich-jüdische Zusammenarbeit, muss sich immer der Frage stellen, welche Aspekte ihres Denkens und Lebens für heute fruchtbar gemacht werden sollen. Ihre Theologie zum christlich-jüdischen Verhältnis ist es definitiv nicht. So verworren und unentwirrbar die christlich-jüdische Gemengelage um Edith Stein ist, so ist es natürlich genau dieses Besondere an den Lebensumständen dieser Frau und an ihrem geistigen und geistlichen Werk, die anregen, sich im christlich-jüdischen Dialog darüber auszutauschen, gerade auch um die zu Beginn angesprochenen Grenzüberschreitungen, wenn nicht schon zu klären, immerhin klarzulegen. Dazu gibt es natürlich auch von jüdischer Seite Stimmen, die die Persönlichkeit Edith Steins und ihren Glauben und Denken wertschätzen und die nachzufühlen suchen, wie sie Katholikinnen und Katholiken bewegen kann. Auch die historischen Zeitumstände sind gemeinsamer Recherche zugänglich. Elisabeth Anthers nennt drei Punkte, die anregend für ein Wachsen und Vertiefen der christlich-jüdischen Beziehungen sein könnten. Erstens. Edith Stein kann helfen, das Bewusstsein der Kirche für die dunkle Seite der christlichen Tradition zu schärfen. Zweitens, der Blick auf das Leben und den Tod von Edith Stein soll Christinnen und Christen wachrütteln, alles zu tun, dass solche Verfolgung niemals wiederholt wird. Drittens, Katholiken und Christen generell können Edith Stein dazu nützen, die Dunkelheit ihrer eigenen Tradition zu erkennen und im Anschluss daran an einem größeren Verständnis anderer Gruppen von Rassen und Religionen zu arbeiten. Anna-Maria Strehle konkretisiert das, ich zitiere, wir können Edith Stein heute nicht ehren, uns nicht auf sie berufen, wenn wir uns nicht fragen, wie stehen wir zu den Juden oder anderen Minderheiten, zu Gastarbeitern, zu Asylanten, zur wachsenden Schar der Arbeitslosen, Drogensüchtigen, Nichtsesshaften. Sind Frieden und Versöhnung für uns bloß große Schlagworte oder liegt darin für uns ein Lebensprogramm, das jeden Tag neu einfordert? Nach der Einschätzung meiner jüdischen Gesprächspartner und auch gemäß meinen eigenen Beobachtungen hat die Auseinandersetzung um Edith Stein zwischen Juden und Christen inzwischen viel von seiner Dramatik verloren. Es ist in den Jahren deutlich geworden, dass viele Befürchtungen aus den jüdischen Gemeinden nicht eingetroffen sind, dass der katholische Respekt für das Wirken dieser großen Frau nicht mit einer Minderung der Wertschätzung für das Judentum selbst einhergegangen ist. Kardinal Kehler, von 1992 bis 1995 Vorsitzender der US-amerikanischen Bischofskonferenz, stellt für 1998 etwa fest, glücklicherweise kann unser Büro für ökumenische und interreligiöse Angelegenheiten berichten, dass es nicht irgendeinen Hinweis darauf gibt, dass sich organisierte Bekehrungsaktivitäten mit Berufung auf den Namen Edith Steins gebildet hätte. Ihr intellektueller und spiritueller Weg, von dem Katholiken so viel lernen können, wird als ihr individueller dargestellt. Ein Vorbild für Katholiken. Nicht für Juden. Das Nachdenken über Edith Stein und ihr Vorbild sollen Katholiken dazu bringen, ihren eigenen Glauben zu vertiefen,
Dies aber gehe undingbar einher mit einer tieferen Wertschätzung des geistlichen Reichtums und der Unversehrtheit des Judentums Sokila. Ich glaube nicht persönlich, dass Edith Stein eine gute Patronin für die christlich-jüdische Begegnung wäre. Ich glaube aber, dass die Zeit kommt, in der Juden und Christen gemeinsam darüber nachdenken werden, welchen Teil sie zur Deutung des großen zivilisatorischen Zusammenbruchs in unserer Mitte der Shoah beitragen kann. Die jüdischen Stimmen zur Selig- und Heiligsprechung von Edith Stein verhelfen uns Katholiken zu einer Praxis ihrer Verehrung, in der die Shoah und der Beitrag der Kirche dazu schmerzlich erinnert, sowie das neue Verhältnis der Kirche zum jüdischen Volk vertieft wird. Könnte das nicht aus ihrer jetzigen himmlischen Sicht im Sinne von Edith Stein sein? Eine Heiligenverehrung, die Heilige über ihre Zeit hinaus idealisiert, war und ist immer ein Problem. Die Erklärung der Heiligmäßigkeit löscht nicht ambivalente, dunkle, zeitbedingte Seiten der jeweiligen Person. In Zeiten des grassierenden Populismus in Europa ist eine Verehrung einer Patronin Europas, die Spannungen und Widersprüche aushält und nicht einebnet, besonders wichtig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.